Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir diese Nachricht, die für dich ist, mit dir teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Leute, heute möchte ich euch gerne mein Tarot vorstellen, das Osho Sen Tarot. Das habe ich schon seit Ewigkeiten immer mal im Sinn gehabt, mir zu kaufen. Aber es war nicht der richtige Zeitpunkt, weil mich müssen die Energien der Karten natürlich auch ansprechen. Und immer wenn meine Intuition sagt, Alaina, jetzt ist der Zeitpunkt, dieses Tarot kaufst du dir, dann kaufst du dir das. Ich weiß nicht, wie viele Tarots, habe mir aber jetzt 5 neue bestellt, beziehungsweise 5 neue angelegt. Und heute möchte ich euch gerne das Osho Sen Tarot vorstellen, wo ihr wirklich euch bestimmt die eine oder andere damit identifizieren werdet. Das ist total klasse. Ihr wisst auch, ich liebe mein Hexentarot. Ja, das hier, das ist einfach für mich total klasse. Und genauso wie eine tolle Bindung ich zu dem Hexentarot habe, habe ich sofort eine total klasse Konnektion zu diesem neuen Tarot aufgebaut. Deswegen wollte ich euch das gerne allen zeigen später. Das hier ist Option Nummer 1, das Herzchen. Option Nummer 2, die energetische Pyramide. Entscheide ganz in Ruhe. Es ist beides dasselbe Tarot, einfach nur zwiegespalten, damit beide Optionen das neue Tarot vorstellen können. Nicht aus Werbung, sondern einfach, weil ich es ganz, ganz toll finde und ganz wichtig finde, es heute in dieser Nachricht, in diesem Video zu präsentieren. Option Nummer 1, das Herz. Option Nummer 2, die Pyramide. Kannst du dich nicht entscheiden, kein Thema. Kannst du auch gerne beide Optionen nehmen, das ist absolut gar kein Problem. Ja, schau dir das Video bis zum Schluss an und mal gucken, ob in beiden Optionen eine versteckte Nachricht für dich dabei ist. Okay? So, meine Lieben, ich fange währenddessen mit Option Nummer 1 schon mal an. So, schaut mal, das ist von außen. Ja? Und so sieht das von innen aus. Das ist so toll, Leute. Schaut mal, das ist so richtig fantastisch. Die Bildchen sind so toll, die Energien sind so toll. Wow, ich bin einfach wirklich total fasziniert und ich bin so glücklich, dass ich so lange gewartet habe, um es mir zuzulegen, weil jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um dieses Tarot öfters mal zu nutzen. Also, welche, guck mal, siehst du, die Energien sind schon ganz krass. Leute, wir haben hier als erstes, einige von euch leiden wirklich unter Erschöpfung, unter Abgeschlagenheit, viele emotionale Probleme. Hier geht es darum, dass man ausgepowert ist, weil man vielleicht ein Familienmitglied pflegt, weil man vielleicht einfach zu stressig auf der Arbeit ist. Es geht sich hier wirklich darum, etwas mehr zur Ruhe zu kommen. Ja? Den Augenblick zu genießen, wo man einfach sagt, du, ich mache jetzt hier klare Verhältnisse, den Augenblick zu genießen, zu sagen, ich mache mal etwas für mich, einfach mir mal ein bisschen mehr Ruhe gönnen. Hier gibt es Leute von euch, die ganz viel unter Stress stehen. Warum? Weil sie A, spirituell wachsen möchten vielleicht. Ja, weil sie einfach viele Momente mit ihrer Familie genießen möchten. Viele von euch oder einige von euch, die einfach wirklich hier beruflich einen neuen Weg einschlagen möchten, erfolgreich sein möchten. Hier geht es darum, in Option Nummer 1, dass du diese Kooperation, diese Gemeinschaft mit dir selber, diese Freundschaft zu dir selber einfach wieder aufnimmst und fortschreitest. Was heißt das? Lasst Machtkämpfe hinter euch, lasst Konflikte hinter euch, lasst Rivalitäten hinter euch. Alles das, was deine Harmonie stört, was deinen inneren Frieden stört, was deinen Wunsch stört, in Familie, mit Freunden, in Ruhe zu sein, lass es raus. Ja? Verbinde dich mit dir selber, bilde eine gute Kooperation mit dir selber. Okay? Sei du dein bester Freund, deine beste Freundin. Gehe mehr in das Bewusstsein. Guck mal. Diese Karte ist eine ganz tolle Karte. Diese Karte in diesem Tarot, Leute, das sind wundervolle Bilder hier, das sind wundervolle Informationen. Dieses Tarot gibt dir so viel mehr Informationen noch wie mein Hexentarot. Ob du mehr oder weniger damit anfangen kannst. Hier geht es darum, dass der Spagat, den du gerade machst, diesen inneren Schrei, der gerade in dir ist, ja, der ist so groß, dass du genau weißt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder in der Nähe schon ist, ja, dir immer näher vor Augen hält, was dein Ziel ist. Hier geht es um Meditation. Hier geht es um einen Spagat, den Ruf des Lebens nachzugehen, den Ruf deiner Intuition, das Geschreie in dir ist nicht mehr zu überhören. Entweder dich nach diesem Menschen zu sehen und den Weg zu diesem Menschen zu gehen, aus einer Situation herauszukommen, bist du im Ausland, den Mut zu packen, alles zurückzulassen, um wieder nach Hause zu kommen. Hier geht es darum, dass viele von euch wirklich den Weg in die Meditation finden werden, den Weg in den Glauben. Viele von euch seid ihr gläubig und betet. Ihr bittet die Engel um Hilfe, ihr bittet Gott um Hilfe, ihr habt eure Wünsche, die ihr ans Universum schickt, ja? Hier geht es darum, die Quelle Gottes weiter anzutreiben. Du bist kurz vor deiner Vollendung. Du bist kurz davor, das zu erkennen, was für dich wichtig ist,
ja? Lasse diese ganze Erschöpfung, diese Abgeschlagenheit raus. Mache dir gar keine Sorgen. Wichtig ist, dass du weißt, was du möchtest. Ich habe hier sehr spirituelle Leute unter mir. Ach, nicht unter mir, unter euch. Ja, unter mir habe ich nur meinen Nachbarn. Und der ist auch nur Leihgabe unter mir. Entschuldigung, ich fand das gerade so witzig. Alaina, sprech bitte Deutsch. Die Affirmation, die ich euch hier gerne heute mit auf den Weg geben möchte, die positive Affirmation lautet: Ich verbinde mich mit mir und mit allen anderen Menschen. Ich höre auf meine innere Weisheit. Ich höre auf meine Intuition. Ich höre auf den Ruf meiner Seele. Ich höre auf den Ruf meines Inneren. Ich gehe den neuen Zyklus an. Ich reinige, ich befreie mich und ich nehme den Weg der Wiedergeburt an. Ich öffne mich dem Weg in mein Bewusstsein. Ich kehre mehr in den Glauben zurück und ich bin von Erfolg gekrönt. Innerer Erfolg und äußerer Erfolg. Leute, diese Information heute, diese Nachricht heute finde ich persönlich total klasse. Aus dem einfachen Grunde, warum? Wir haben hier Menschen, die abgeschlagen sind, die erschöpft sind, die verzweifelt sind, die misstrauen, die einfach den Ruf des Lebens zwar hören, aber noch ein bisschen ignorieren, die Angst haben. Es gibt hier einige von euch, die wirklich Jenseitskontakte haben, die medial unterwegs sind, ja, die halt wirklich spirituelle Fähigkeiten haben, das heißt, die wirklich mediale Fähigkeiten haben, die Jenseitskontakte haben. Hier habe ich ganz viele Menschen unter euch, die merken, es gibt was in ihrer Nähe. Ja, durch Streicheln, durch Windzüge, durch Gerüche, durch Visionen, durch wirklich, dass man sieht, es gibt hier auf Seelenebene, nicht auf Seelenebene Basis, sondern es gibt Menschen unter euch, die wirklich Jenseitskontakte haben. So, um auf den Punkt zu kommen. Fürchtet euch nicht. Ich habe hier einige, die wirklich Angst davor haben. Die Angst davor haben, diese Seelen an sich ranzulassen. Ja, die bewusst versuchen, es zu verdrängen. Die bewusst auch versuchen, Gott um Hilfe zu bitten, weil sie Angst vor diesen Jenseitskontakten haben. Gehörst du zu diesen Menschen, die gerade diese Erfahrung machen? Habe keine Furcht. Finde einfach heraus, was sie dir sagen möchten, diese Kontakte. Ja? Was möchten dir diese Seelen sagen? Was solltest du hören? Finde heraus, ob es was Positives oder was Negatives ist. Habe keine Angst. Bitte Gott weiterhin um Führung, um Klarheit. Mache keinen Drama daraus. Nicht Drama, sondern du sollst keine Furcht haben. Es gibt nichts, was du fürchten müsstest. Okay, du bist gerade in einer Vollendung deines Daseins, in einer Bewusstseinserweiterung. Guck mal, Leute, ich hab's hier. Ihr braucht keine Angst zu haben. Gehört ihr zu den Menschen, die diese Erfahrung nicht haben? Ist das gar kein Problem? Dann geht es sich hier darum, dass du gerade spirituell am Reifen bist, dass du noch viel mehr aus dir herausholen könntest, wie das, was du eigentlich bist. Okay? Also Option Nummer 1, die Nachricht, die heute für dich ist, ist einfach nur: Komme in die Ruhe, kehre in die Ruhe, nehme deine medialen Fähigkeiten an, habe keine Furcht, halte dich nicht für verrückt. Egal, was die anderen Leute sagen, den Spagat, den du leisten musst, weißt nur selber. Den Spagat, den du opfern musst, weißt nur selber und den musst auch nur du machen. Egal, ob andere Menschen sagen, dass du irre bist oder nicht. Oder wenn du glaubst, du bist irre, bist du nicht. Ja, du wirst einfach von Gott geführt. Alles das, was du möchtest, wird sich dir erfüllen. Ja, alles wird sich manifestieren, was positiv ist, was zu deinem Wohle dient und der anderen. Traue dich, stürze dich ins Abenteuerleben, feiere das Leben. Feiere das Leben mit allen Vorzügen, und alles das, was dir dienlich ist, um nach vorne zu kommen. Okay? Leute, Option Nummer 1 hat sich für euch heute ein bisschen vielleicht verwundert angehört für den einen oder anderen. Nein, ist es aber nicht. Heute haben sich die Energien gemischt auf terrenaler Ebene und auf spiritueller Ebene. Dieses Tarot, was ich heute hier habe, das Osho Sen, ja, schaut mal, das ist ein sehr tolles Tarot. Es ist gleichgesetzt mit dem Tarot der Hexen, nur auf spiritueller Ebene, ja. Das heißt, dass hier so viele Energien entfacht sind oder entfacht werden, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, das ist einfach nur sensationell, meine Lieben. Es ist wirklich sensationell, also ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach nur klasse. Option Nummer 2, die Pyramide. Was haben wir hier? Was ist die Tagesbotschaft, die Herzensbotschaft? Was ist diese Nachricht, die du heute hören musst? Guck mal. Hier gibt es wirklich schon Energien, die ganz viel reden wollen. Schaut mal, ich kann das gar nicht anders sagen. Alles ist dabei. Ach, guck mal, wie schön. Hier geht es um einen Alltag, hier geht es um Ruhe, hier geht es um Gemütlichkeit. Hier geht es darum, in die Ganzheit zu kommen. Hier geht es darum, wirklich das Gerede der Leute hinter einem zu lassen, mit dem Strom des Lebens zu schwimmen. Schaut mal, wie schön.
Hier gibt es Menschen, die ganz gewöhnliche Menschen sind, die einfach nur Ruhe in ihr Leben bringen, die gerade Ruhe in ihr Leben gebracht haben, die einen Weg vor sich haben, der aber geebnet ist mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Zuversicht, mit ganz viel Ruhe, mit ganz viel Kreativität. Ja, hier ist die Nachricht heute für dich. Egal, was dein Weg ist, ja, du brauchst dich gar nicht zu fürchten. Egal, welche Leute gegen dich sind, es ist nicht schlimm. Immer wenn du deine kreative Art, deine Ruhe, deine Gelassenheit, deine Schönheit, du als Ganzes, in deiner Ganzheit, dich so liebst und akzeptierst, wie du bist, ja, wird dein Weg voller Früchte geebnet sein. Schau mal, du brauchst keine Maske mehr zu tragen. Okay, du brauchst keine Maske mehr zu tragen. Warum? Weil du bist schön, so wie du bist. Innere und äußere Schönheit, innerer und äußerer Erfolg. Leute, das ist so wunderschön. Diese Leute, die Option Nummer 2 gewählt haben, sind dabei, die Seelenliebe zu leben, die Liebe zu einem Partner wieder aufblühen zu lassen, sich nach Liebe zu sehen, den Weg zu diesem Partner, der dein Herz begehrt oder den du im Herzen hast, anzunehmen, aufzunehmen, hinzugehen. Ich weiß das gar nicht gerade zu erklären, das ist gerade so schön. Hier geht es darum, wenn du leidest wegen der Liebe, nein, öffne dich der Liebe, traue dich, ja, konditioniere dich nicht, kehre in die Stille, kehre in die Ruhe, öffne deine Vision, sei kreativer, sei einfallsreicher. Wenn hier die Liebe ein bisschen eingeschlafen ist, ja, oder du fürchtest, demjenigen zu sagen, was du liebst oder was du an ihm liebst oder was du magst, fürchte dich nicht, guck mal. Öffne deine Vision, schlage eine andere Richtung ein. Konditioniere dich nicht. Konditionieren dich nicht heißt, du darfst nicht Menschen davon abhängig machen, was deine Prinzipien sind, deine Glaubensmuster. Du musst über den Tellerrand hinausschauen. Öffne dich der Liebe. Scheue dich nicht, nach vorne zu gehen. Ja, vergleiche auch nicht. Einige von euch vergleichen den neuen Partner mit dem Ex-Partner. Die neue Arbeit mit der alten Arbeit. Ja, Freunde mit Freunde, Familie mit Familie. Hört auf zu vergleichen. Hört auf eure innere Stimme. Hört auf das, was eure Intuition euch sagt. Höre auf zu geizen, überdenke Moralitäten, ja. Es ist die Zeit zu reisen, interne Reise, externe Reise. Es ist die Zeit, jeglichen Ballast loszulassen, den Sprung ins Abenteuer Liebe zu gehen, ja. Wirklich in deine Reinheit, in deine Ganzheit zu kommen. Alle Ängsten, allen Geiz zu über Bord zu schmeißen, okay. Vergleiche dich nicht mit niemandem, vergleiche auch keinen anderen. Es geht sich hier um eine interne Reise, um eine externe Reise. Dass deine Intuition dich dorthin führen wird, wo du willst. Oder wo du hin musst. Deine Masken können alle fallen gelassen werden. Okay? Schwimme mit dem Strom des Lebens. Es ist wichtig, dass diese Reise, die du begonnen hast, die in doppelter Ausführung kommt. Schaut mal. Die Reise habe ich zweimal. Wartet mal. Die Reise, interne Veränderungen, externe Veränderungen. Ja, guck mal. Hier, zweimal. Hier gibt es einen Wandlungsprozess für Option Nummer 2. Egal in welcher Hinsicht. Leute, macht die interne Reise und die externe Reise. Das heißt, traut euch ins Abenteuerleben. Traut euch, mit der Wahrheit zu reden. Traut euch auch, ein bisschen Distanz zu nehmen. Traut euch auch manchmal zu sagen, hey, mir ist das alles gerade zu viel. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Ja, verzweifelt nicht. Ganz im Gegenteil. Die positive Affirmation. Ich akzeptiere mich, so wie ich bin. Ich bin ein positiv eingestimmter Mensch. Ich liebe das Leben. Ich liebe und ich akzeptiere mich, so wie ich bin. Ich lasse alle Last los. Alles, was mich daran hindert, fortzuschreiten. Ich bin es wert. Ich akzeptiere mich, so wie ich bin. Und ich bin dankbar für alles das, was ich in meinem Leben bekommen habe und für alles das, was ich noch bekommen werde. Die Welt liegt mir zu Füßen. Leute, hier geht es darum, wirklich zu heilen. Ich habe hier die Heilung. Leute, schaut mal. Wirklich emotional zu heilen, körperlich zu heilen, mental zu heilen. In Option Nummer 2 haben wir heute diese Nachricht, die für dich ist. Schreite nach vorne. Lasse deine Egos an Seite. Lebe das Leben und die Liebe. Ihr habt es hier mit eurem Seelenpartner zu tun. Mit eurer Seelenliebe. Mit der Liebe zu euch selber. Traut euch wirklich nach vorne zu gehen. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja? Schaut über euren Tellerrand hinaus. Alles das, was du im Leben erreichen willst, wirst du erreichen. Du musst dich nur trauen. Heile deinen Schmerz. Ja? Heile deine Sorgen. Höre bitte auf deine Intuition, das ist ganz wichtig. Das Abenteuerleben,
ist und liegt in dir. Möchtet ihr jemanden in der Ferne besuchen, Leute, macht es. Ja, die Reise ist da, der Urlaub ist da, die Ruhe ist da, alles, was du brauchst. Höre auf, wirklich jemanden zu vergleichen. Höre auf, wirklich dich festzunageln. Es ist an der Zeit, loszulassen. Es ist an der Zeit, zu zeigen, was für ein Power in dir steckt. Okay? Wir haben diese Legung mit schon mal der Reise, des Neubeginns, des Fortschrittes, der Erholung, ja, des Aufbrechens. Und wir haben hier direkt, guck mal, die interne und externe Reise. Leute, schaut mal, wie schön das ist. Wagt den Weg wirklich ins Abenteuerleben. Ob mit einem Partner, Leute, ich weiß gar nicht, wie ich das halten soll. Ich habe mir eine neue Basis gekauft für meine Aufnahmegeräte hier und ich habe da noch nicht den Bezug zu, okay? So. Also ins Abenteuerleben. Schreitet nach vorne, geht in die Vollendung. Lernt euch neu kennen. Euren Partner, euren Wunschpartner, euren Seelenpartner, eure Familie, eure Freunde, aber euch selber. Deine Intuition wird dir immer den richtigen Weg weisen. Option Nummer 2. Es gibt nichts, was du alleine durchstehen musst. Ja? Es gibt nichts, was du machen brauchst, um anderen zu gefallen. Es gibt keinen Grund, irgendeine Maske aufrechtzuerhalten, die nicht deine ist. Okay? Heile dich, komme aus der Depression raus, finde einen neuen Weg, gehe kreativ mit dir selber um, lebe deine Kreativität, sei freundlicher mit dir selber, okay? Du bist verdammt kreativ. Sei achtsam, na klar, ein bisschen achtsam, wie du mit Geld umgehst, okay, kein Thema. Höre auf, Menschen zu vergleichen, Situationen zu vergleichen, kehre in dich, okay? Werfe alle Prinzipien, alle moralischen Ansätze, die dir nicht mehr gut tun, die schlecht für dich sind, über Bord. Sei der König der Tiere. Sei der König, die Königin deines Lebens. Warum? Aus dem einfachen Grunde, weil deine innere Reise, ach Leute, ich liebe meine Karten, ich könnte euch so viel noch sagen, aber mir fehlt die Zeit. Deine innere Reise zur Erkenntnis, zur Vollendung, zur Bewusstseinserweiterung, ja, zum Leben Ja zu sagen, hat bereits begonnen. Die Liebe kommt immer ein Stückchen näher. Die Liebe, die du dir wünschst, die Liebe zu dir selber, die Liebe zu deinem Partner, die Liebe zu deinem Seelenpartner, pass es auf deine Situation an. Es ist Zeit, alle Hürden zu brechen. Es ist Zeit, die Fassade fallen zu lassen, um mit Gefühl, um mit Liebe, um mit Aufrichtigkeit das zu sagen, wonach dir der Sinn steht. Bringe Ordnung in dein Leben, okay? Es ist wichtig, jetzt frohen Mutes nach vorne zu schreiten und offen und ehrlich zu sein. Wow, Option Nummer 2. Leute, ich versuche echt, meine Videos kürzer zu halten, damit ihr die auch überall hören könnt. Aber wenn die Karten so viele Informationen haben, ist es mir einfach nicht möglich. Guck mal, so wie hier. Wow. Verständnis, Ausdauern, Ehrlichkeit. Was habe ich dir vorhin gesagt? Guck mal. Ehrlichkeit. Ihr müsst ehrlich zu euch selber sein. Ihr dürft euch nicht anlügen. Ja, und hier kommt genau wie bei Option Nummer 1. Guck mal, dasselbe raus. Das Leben zu feiern. Das Göttliche. Ausdauernd zu sein, ehrlich zu sein, verständnisvoll zu sein, ja? Wieder in die Menschlichkeit zurückzukehren. Guck mal, habt mehr Mitleid mit euch selber. Nicht Mitleid, sondern Mitgefühl. Fühlt euch selber, geht mehr ins Bewusstsein. Es ist wichtig, dass diese interne Reise begonnen wird, damit die Liebe entfacht, die Liebe zu dir selber. Bedingungslose Liebe zu dir, bedingungslose Liebe zu jemand anderen. Okay, es ist ganz wichtig, dass du anfängst, dich so zu akzeptieren, wie du bist, aber immer die beste Version von dir selber gibst. Okay? Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Geht das Abenteuerreise an, geht das Abenteuerleben an. Liebt euch selber, öffnet euch dem Leben, akzeptiert euch so, wie ihr seid. Gebt dem Leben die Farbe, die euch glücklich macht. Mit dem Partner, den ihr wollt, mit der Partnerin, die ihr wollt, mit euch selber, mit das allem, was euch glücklich macht. Warum? Weil die Welt, sage ich euch immer wieder, die Liebe ist es wert zu leben. Und die Welt ist so voller bunten Farben. Okay, also genießt es. Kommt in eure Ganzheit, in eure Wahrheit, aber vor allen Dingen die Liebe ist für euch definitiv vorherbestimmt, egal in welcher Form auch immer. Okay, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke, dass ihr meinen Kanal liked. Danke, dass, wenn eure Intuition euch zu mir, zu Alaina Tarot führt, ihr immer wirklich meine Nachrichten zu eurem macht. Ich höre das jeden Tag aufs Neue, immer, immer mehr. Und ich finde das wunderschön. Warum? Das zeigt mir, dass genau das, was ich mache, ist das Richtige. Ich bin dazu berufen, ich mache es mein Leben lang, ja, auf die eine oder andere Art. Und ich finde das toll, dass ich mit euch so viele Sachen teilen kann, dass ihr mich auch ein Stück weit an eurem Leben teilhaben lasst. Genauso wie ich euch heute mein neues Tarot vorstellen wollte, was ich seit langer Zeit wirklich immer haben wollte, aber die Zeit nicht reif war. Und jetzt ja, weil jetzt die Nachrichten, die ihr alle hören müsst, sind alle genau in diesen Karten.
alle genau in diesen Karten, in meinen 10 Tarots. Mit dem ist es das 11., was ich hier in Deutschland habe. In Mexiko habe ich noch viel mehr. Und mit den anderen 5, die noch kommen werden. Und hier geht es darum, guck mal, die Unschuld. Unschuld heißt wirklich, fühle dich wie ein kleines Kind. Ein Kind, lass das Kind in dir raus, dieses innere Kind, das innere Kind, was in uns schlummert. Ja, habe mehr Lebensfreude, geh dir in die Leichtigkeit rein, sehe die Sachen nicht so ernst, nicht so eng. Unschuld, das innere Kind in dir muss wieder aufleben. Ja, das ist das, worauf es ankommt, das innere Kind in dir rauszuholen. Das innere Kind in dir ist ein 50% Anteil. Habe ein freundschaftliches Verhältnis zu dir selber. Gehe menschlicher, empathischer mit dir und mit anderen um. Genieße das Abenteuerleben. Gib dem Leben die Farbe, die dich glücklich macht. Okay? Leute, damit möchte ich mich verabschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt wirklich Spaß am Leben. Genießt den Tag. Genießt die Zeit. Öffnet euch jeden Tag ein bisschen mehr. Teilt auch weiterhin meine Videos und denkt dran. Immer wenn deine Intuition dich zu mir, zu Alaina Tarot führt, ja, ist genau der richtige Zeitpunkt, um einfach diese Nachricht zu hören. Okay? Guck mal. Damit habe ich Option Nummer 2 angefangen und diese Karte wollte widersprechen. Option Nummer 2, die Erschöpfung. Kommt wieder in eure Kraft, in eure Energie rein. Lasst es nicht zu, dass negative Gedanken, negative Menschen, ja, alles, was für dich negativ ist, dich zu Boden zwingt. Nein, geh in die Positivität und lasse wirklich alle Krankheiten, alle Erschöpfungen, alles Toxische aus deinem Leben raus, damit du wieder in deine Mitte kommst. Okay? Also Leute, ich wünsche euch alles, alles Liebe und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, bye!